5000 Mann gegen 71 Mann. Eine noble, ehrbare Schlacht. Was war da jetzt gerade? Da war eine Fraktion, die Katholika auf den Thron bringen will. Irgendeine Pfeife hat jetzt diese Katholika ausgegraben gehabt. Ist die nicht Nonne? Ich weiß es nicht. Ich habe die Katholika zur Nonne gemacht, eigentlich. Ja, die haben die jetzt irgendwoher wieder geholt. Aber sie haben sich jetzt wieder aufgelöst. Verzeih mir, ich finde das sehr lustig. Was wollt ihr denn mit der? Wollt ihr jetzt eine. Warum sollte jetzt eine Nonne hier Königin werden? Wir können wieder ringen, ne? Ja, gleich ist soweit. Stimmt. Das ist gut. Ich meine, jetzt bin ich gar nicht mehr so der Glaubensfanatiker. Ich bin eigentlich gar nicht so am Start. Mit der Muslimmetzelei, wobei jetzt gerade dieser komische Aufstand mich so ein bisschen davon überzeugt, dass es vielleicht doch eine gute Idee wäre. Da oben könnte ich König Ramiro von Kastilien. Könnte ich da oben noch so ein kleines Gebiet abnehmen, dann hätte ich ein zweites Herzogtum, ein volles. Aber ich sollte, glaube ich, erstmal mein Prestige in den Griff kriegen. Mein Prestige ist ein bisschen im Arsch. Ich werde, glaube ich, erstmal ein Artefakt in Auftrag geben. Was könnte ich denn brauchen? Eine gute Rüstung könnte ich brauchen. Und dann machen wir ein Festmahl zu meinen Ehren. Das ist auch ganz gut, glaube ich. Warte bis zur nächsten Phase, dann kannst du wesentlich mehr einnehmen. Ja, mache ich. Wir sind jetzt gerade in der Kompromissphase. Aber kurz vor Ende. So, meine Mutter ist jetzt mit mir befreundet. Das heißt, ja, jetzt wird sie wieder katholisch. Komm zurück. Zum guten alten Katholizismus. Das ist gut. Hat der gute alte Katholizismus nicht deinen Vater richtig gefickt jetzt am Ende? Ja, aber es war ja alles ein bisschen verwirrt, ne? Mein Sohn zweifelt, ob irgendein Gott es wollte, dass ein Reich von derart harten Gesetzen regiert werde. Oh. Erwartet nicht, die Gerechtigkeit höherer Mächte walten zu sehen. Ja, ich glaube, mein Typ ist tatsächlich jetzt desillusioniert, was Gott angeht, weil sein Vater sein ganzes Leben dem Heiligen gewidmet hat und am Ende einfach von irgendwelchen gedungenen Attentätern ermordet wurde. Also, schwierig. Das ist schon, das macht mich zornig auf Gott. Du, das kann ich verstehen. Ja, ich meine, mein Vater hat ja sogar ohne jeden Profit daraus zu schlagen, diesen Dschihad im Alleingang gegen Jerusalem abgeschmettert. Und was war sein Lohn? Mord im Alter von 42 Jahren. Ja, also nicht ganz. Oh, euer Bruder Jakob ist verstorben, der übrigens auch ein Mönch war, was eine lustige Redewendung ist. Er starb an den Folgen der Selbstkasteiung. Ouch. Wow. Oh, das ist kein schöner Tod, glaube ich. Nee. Nee, Samuel geht ganz bestimmt nicht spielen. Ich kann halt nicht. Es ergibt keinen Sinn, warum ich Nein sagen sollte. Meine Schwester ist gestorben und nicht mein eigenes Kind. Ich glaube, wir haben da wieder ein bisschen Grundvertrauen. Es wird schon gut gehen. Wird schon gut gehen. Waren die letzten famous words. Ja, absolut. Ja, mein Sohn ist erwachsen. Samuel, 16 Jahre alt.
mitfühlend, keusch und religiöser Eiferer. Oh, das wird ein guter Typ. Es dreht sich im Kreis, ne? Ja. Und sein Bruder, der kleinere Bruder, ist bis jetzt arrogant, paranoid und keusch. Ist auch eine interessante Kombination. Ja. Ja, ja. Ich weiß noch nicht, was ich mit dem mache. Ich könnte den zum Gelübde auffordern, theoretisch gesehen. Dann wird er ein Mönch. Will ich eigentlich nicht. Der ist arrogant. Ich glaube, der wäre auch einfach so... Ich möchte eigentlich König werden und schauen, dass der ein cooler Herzog wird, einfach in meinem Gebiet. Das bietet sich, glaube ich, gut an. Dem eine schöne Frau besorgen, eine junge und... Wichtig, ne? Jung und schön. Jung und schön, ja. Was sind die Werte, mit denen wir hier arbeiten? Oder einfach Oria Munindandes, die den Perk reinblütig hat. Ich bin jetzt übrigens mit deinem, deinem französischen Sprössling quasi, dem habe ich meine einjährige Tochter angedreht. Kaiser Henri von Franzien. Lustig. Ist jetzt sehr erfreut über seine... Ich bin jetzt mit England und Frankreich verbündet. Es wird bestimmt keine Konflikte geben. Nee, bestimmt nicht. Was könnte da nur schief gehen? Ja. Dankeschön, Jasmin, für die 4 Monate und ganz viel Spaß weiterhin. Dankeschön. Das fände ich geil. Moment. Das geht doch bestimmt. Du hier. Nee, leider nicht. Das wäre jetzt sehr lustig gewesen. Nur mit einzelnen Dingern. Irgendwo ist halt das Herzogtum Genua ist irgendwie mega mächtig. 7000 Mann. Mächtiger als das Königreich Lothringen. So, aber die Phase ist übergegangen. Oh, Kastilien hat sich schon wieder ziemlich vereinigt. Ich bin so ein bisschen... Ich muss jetzt mal weiter an benachbarten Höfen rausfinden, wer meinen Vater umgebracht hat. Danke den Exekutor für den Prime-Sub. Vielen lieben Dank und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Das ist sehr nett. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Das ist super nett. Dankeschön. Karam schreibt, ich sehe schon, Maurice spielt jetzt quasi das Habsburg-Game, heiratet sich überall ein und am Ende gibt's Inzest, Linzest, Winzest. Ja, der spielt so, wie ich normalerweise spiele. Oh, die Gebiete, die man jetzt auf einmal einnehmen kann. Ja, ja. Ich gehe jetzt mal pilgern, damit ich mir hier nach Jerusalem, ich gebe 466 aus zum Pilgern, damit ich dann gut was ausgeben kann. Nur, dass du schon mal Bescheid weißt, ne? Ich werde sofort, sobald ich kann, in Kastilien einfallen. Weil ich mit da... Mit welcher Begründung? Mit welcher Begründung? Mit der Begründung, dass ich 50 Jahre unter kastilianischer Herrschaft gebuckelt habe und mein Vater dadurch bis zum geht nicht mehr gedemütigt wurde von den unfähigen Söhnen seines besten Freundes und ich jetzt das für meinen Vater rechtmäßig einnehmen werde. Das verstehe ich. Das ist die Begründung. Dankeschön, White Fox, dafür den Sub und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen lieben Dank. Dankeschön und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen lieben Dank für den Support, ihr Lieben. Das ist super, super nett. Ich meine, wir können ja mal über unsere Grenzen debattieren. Maurice. Das stimmt, ja. Also, ich würde es einsehen, dir Navarra zu überlassen. Ich habe da gerade ein Gebiet, das würde ich dir abgeben.
Das finde ich doch eine gute Trennlinie. Ja, und dann würde ich Kastilien noch zu mir ziehen und du kannst Navarra haben und dann richten wir uns nach unten zu den Ungläubigen. Ja. Und holen uns ganz Spanien. Na? Ja. Ich hole mir jetzt erstmal auch zwei Leibwächter, weil es wurden zwei Leute meiner Familie umgebracht. Und einen Vorkoster. Das ist, Berengar ist leider ein schlechter Leibwächter, aber ist besser als gar keiner. Und wow, ich kann meine Mutter als Vorkosterin einsetzen. Sie ist schrecklich darin. So, ich habe mir alles an Frömmigkeit geholt, was ich brauche, um hier jetzt einen Krieg führen zu können. So einfach geht's. Alter. Weiß jemand gerade, was sprunghaft nochmal für Werte bringt? Ich kann gerade nicht. Sprunghaft ist normalerweise für Ränkespiel. Ja. Jetzt habe ich's, genau. Ja, warte, sprunghaft und zynisch, das wird gut. Okay, er wird auf jeden Fall. Wir führen Krieg. Krieg. So, dann versuche ich mal in der Zwischenzeit die Sprache meiner Frau zu lernen. Das wäre mal ein Anfang. Ich hätte Navarra rausnehmen können, ja, aber ich kann es ja auch einfach dann. Ich kann ihm ja auch die Unabhängigkeit schenken, einfach. Das funktioniert ja auch alles entspannt. Erstmal geht es mir darum, dass ich König Ramiro so krass wie möglich schwäche und desto mehr Gebiete ich ihm jetzt abnehme, desto besser. Dankeschön, Taranis, für den Sub an der Stelle nochmal. Vielen lieben Dank, ihr Lieben, für den Support. Danke, danke, danke schön. Das hilft sehr, sehr viel. Ich kann mir ja auch die Sachen hier noch quasi auf meiner Seite holen. Ich kann ja nicht gleichzeitig angreifen. Ja, pass nur auf, dass du jetzt nicht die gleichen Sachen einnimmst wie ich. Ich komme ja von der anderen Seite. Welche hast du? Ja, bei mir hat er von oben, ich habe das Vorgeschlagene einfach angedrückt. Genau, bei mir wären es jetzt Molina, Tudela und Navarra. Ja, warte mal, warte mal. Ja, das warte mal. Das Problem ist, dass ich habe Navarra und Iriscoa automatisiert jetzt auch mit drin gehabt. Ach so, ich dachte. Ja, weil ich nicht aufgepasst habe, dass ich das hätte noch ein bisschen sinnvoller aufteilen können. Ah ja. Okay. Da war ich einfach nicht so klug. Ich meine, du kannst ihn parallel auch auf jeden Fall angreifen. Ich werde die Punkte da hinten nicht brauchen, um ihn einzunehmen. Glaube ich, man kann das aber gar nicht auswählen, oder? Nee, doch, man kann. Man kann was abwählen. Ja, man kann gar nicht sagen. Ja, man kann nur abwählen. Ja. Nee, das wäre dann Quatsch. Ich glaube, die Gebiete wurden mir deswegen markiert, weil das alle Gebiete sind, mit denen ich direkte Grenzanschließungen habe. So. Ja, weil du dieses Galizien da oben noch, da ja, bist genau. So in der Ecke noch drin. Genau. Genau. Ja, das ergibt dann so. Ich hätte Navarra rausnehmen sollen, das war nicht so klug. I'm sorry. Ja, macht ja nix. Macht ja nix. Ich will eigentlich erstmal nur rausfinden, wer meinen Vater umgebracht hat. Immer noch. Das ist einfach das totale Trauma. Halt noch nicht. Ja, mysteriöse Umstände immer noch. Und in meinem Land hat es tatsächlich niemand gewusst. Das ist ganz schlimm. Ach, wundervoll. Wenn mir jetzt meine Frau auch noch Kinder schenken würde. Ich habe halt zwei Söhne, das ist so ein bisschen blöd. Größer werden. Ein Königreich nur für einen Sohn einnehmen. Das wäre rechtmäßig. Ich kann sogar das Königreich Valencia kann ich gründen. Was sind das überhaupt, Königreich Valencia? Ach, das ist das hier alles, weil ich jetzt Mallorca habe. Und dann hätte ich natürlich richtig Ansprüche auf den ganzen Scheiß hier.
Möglicherweise ist das rechtmäßig. Also ich würde dir ja einfach raten, mir irgendwo ein Gebiet, also dir irgendwo ein Gebiet zu suchen und zu sagen, das will ich nicht in meinem Hauptkönigreich drin haben, aber das ist nett und sieht gut aus. Und dann würde ich das einfach einnehmen. Mhm. Bin ja jetzt gar nicht mehr gierig. Ich will gar nicht alles in meinem Königreich haben sogar. Ich bin eigentlich ein ganz anständiger Typ jetzt. Ach. Bisschen zornig halt, bisschen eigenwillig. Aber solange mir gerade niemand, solange mich niemand provoziert, bin ich, glaube ich, relativ harmlos. Deswegen. Solange dich niemand provoziert. Ja. Ja, schwierig. Was ist da los? Ich weiß auch nicht. Kennen wir so gar nicht. Meine Herzogin ist schwanger. Ja. Großartig. Endlich. Tatsächlich bei Game of Thrones, bei Crusader Kings 3 gewinnt nicht automatisch die größere Armee, sondern die bessere Armee. Das ist, da kommt das, oh lol, ich habe den Erben, glaube ich, eingenommen, den Haupt, also den übernommen von dem Dude. Jawohl. Der Krieg ist vorbei. Ich bin groß. Ich bin plötzlich sehr groß. Oh, Galizien. Herzog Samuel will nicht so buckeln, wie sein Vater es tat. Nee. Nee. So, ich muss jetzt nur ein bisschen aufpassen, welche Gebiete... Ah, der hat nämlich die beiden. Das ist natürlich scheiße. Dass der die beiden Gebiete hat. Der hat... Oh, jetzt haben die zwei Gebiete da drinnen. Na, das ist super. Können wir um... Genau, ich habe jetzt quasi das Gebiet Navara einmal und ich müsste eigentlich... Ich bräuchte Navara eigentlich auch gar nicht unbedingt. Ich bräuchte nur noch das eine rechts da bei Kastilien Molina, weil das gehört noch zu meinen Königreichen und Herzogtümern. Lasset mich schauen. Oh, ich kann tatsächlich einen Königreichstitel übernehmen von Navara. Genau. Ich habe nur kein Geld gerade noch, aber das kommt gleich. Ja, Wedegeschichte. Du willst Molina haben, wo ist das denn? Das ist ganz rechts bei mir. Also was bei so dieser Einzelne. Ja, das habe ich ja gar nicht. Gebiet ist. Genau, das würde ich mir noch holen. Ach so, ja, dann. Weil dann das ist geben noch wir dir nach meinen, unten mehr. Genau, weil das ist, was noch Teil von meinen hier Gebieten ist. Also da kann ich dann Königreiche mitbilden. Und diese kastilischen Dinger hier, was ist denn da überhaupt das Gebiet? Grafschaft von Herzogtum Kastilien, Königreich von Kastilien ist eh jetzt schon zum Teil bei dir. Ja, das Problem, das ich eher habe, ist, dass wir jetzt zweimal Galizien haben. Das geht gar nicht. Ich meine, hallo? Das ist in der Tat nicht okay. Mit welcher Rechtfertigung? Wie, mit welcher Rechtfertigung hast du Galizien als König? Also, ich kann dem halt noch immer nicht wieder den Krieg erklären, weil wir halt schon... Ich hasse diesen Dude, ne? Das nördliche Galizien ist viel besser als das südliche. Ja, und wie? Und wie es besser ist. Ich trinke in Maßen, glaube ich. Du trinkst in Maßen, bitte wie? Ja, ich wurde gerade gefragt, wie ich zum Weine stehe. Und ich bin halt nicht so der Obersuffkopf, denke ich. Du bist nicht so der Obersuffkopf. Ich hätte auch sagen können, Wein öffnet die Tür für die finsteren Mächte. So. Und jetzt sind wir endlich König.
Von Navarra. Geil. Dafür ist jetzt natürlich. Jetzt gibt's erst. Jetzt ist. Ist das immer noch der Nuno von vorher? Welcher? Der jetzt. Da nee, unten, nee, das der ist der König Sohn. Von Galizien ist? Ah. Nee, nee, das ist der Sohn. Das ist Nuno der Dritte. Ich hatte das Problem mit Nuno dem Zweiten, aber ich habe auch mit Nuno dem Dritten ein Problem. Also. Ja, das ist wundervoll. Dass er jetzt halt sich, also dass er jetzt sich Galizia nennt, ne, weil du jetzt formell Navarra bist. Aber der hieß ja davor schon Galizia. Wir hatten zwei Galizien gerade. Das ist so frech. Aber jetzt ist er ja das einzige Galizien. Ja, der wird auch sterben dafür. Aber ich kann noch nicht. Ich habe einen erzwungenen Waffenstillstand. Für 13 Monate noch. Oh, ich habe noch eine Tochter bekommen gerade. Eine wunderschöne Tochter. Ich will ja nichts sagen, ne? Aber bis jetzt hast du meine Kinder ja nicht toll genug gefunden. Jetzt fangen die wunderschönen Kinder an hier. Okay. Ich habe eine wunderschöne Tochter, ohne irgendeinen Makel. Ich habe einen stattlichen Sohn. Sancho, der Platinglänzende. Der Platinglänzende? Ja, irgendwie musste ich ja nach Gold noch weiter hochgehen. Klar. Und bist wie du denn mich etwa albern, Pia? Nein. Hör ich da was heraus? Nein. Ich muss mich leider jetzt um meinen Königshof kümmern. Okay. Am anderen Ende des Hofes erspähe ich meinen Hoftote Elvira, eingekreist von einer Schar von Schülern. Lehrerin, was ist ein Parallelogramm? Lehrerin, was bedeutet Liebe machen? Lehrerin, sollte ich meine Flöte etwas laut oder viel lauter blasen? Elvira blickt erschöpft zu mir. Mein Fürst, ich kann es nicht länger tragen. Bitte enthebt mich meines Amtes. Oh, Gräfin Dings starb. Oh Gott, nein, nicht saufen. Bitte nicht schon wieder ein Säufer. Oh, wir werden einfach schon wieder ein Säufer. So der Vater, so der Sohn. Ich bin ein Säufer geworden. Ich habe übrigens gerade festgestellt, Pia, wenn wir unsere Kinder verheiraten, dann sind sie verwandt, weil wir ja schon mal uns verheiratet haben. Das heißt, nicht, dass dich das auffällt, aber nur, dass du auch Bescheid weißt. Ne? Der Stammbaum nähert sich einer runden Form an. Das kennen wir ja schon. Ja, ja. Ja, das Problem ist tatsächlich ein bisschen für mich gerade gewesen. Also eine Freundin von mir ist gerade gestorben. Und das ist tatsächlich und in der Tat eher bitter. Deswegen bin ich da gerade auch so ein bisschen gestresst jetzt. Ja, komm. Begnadigen dich. So, Stresslevel wird gerade besser, aber gut ist was anderes. So, ich würde gern weiter Dinge ausbauen. Aber mir fehlt gerade das Geld, weiter Dinge auszubauen. Hier könnte ich nein, mir für alles das Geld gerade. Bitte? Schlimm, wenn das Geld fehlt. Ja, ist richtig schlimm. Das ist eine traurige Situation. So, den Krieg haben wir jetzt gleich automatisch. Weil bei mir gefragt wird im Chat, Franzien geht's gut. Die haben hier gerade den Aufstand der Aquitania niedergeschlagen. Der Kaiser Henri hat sich meine vierjährige Tochter zum Weibe genommen. Ich bin auch bei England eingeheiratet. Also alles ist ein Kreis. Ja.
So. Gut. Dann haben wir hier nochmal ein bisschen ausgebaut. Und jetzt kümmern wir uns endlich um unseren Thronsaal. Die Hofpracht ist eine Katastrophe. Wir wollen einen. Wollen wir einen Verwaltungshof oder einen Gelehrtenhof? Nee, wir wollen einen aus einem Verwaltungshof. Buch, dass er auf dem Marktplatz an sich gerissen hat, die Zukunft zu lesen. Oh. Angst ist der kleine Tod, der zu völliger Zerstörung führt. Ist das ernsthaft ein Dune-Zitat? Habe ich jetzt aus der Zukunft in diesem Buch quasi Dune gelesen, das erst im 20. Jahrhundert veröffentlicht wird? Das finde ich gut. Hey, wir können uns das ja einfach easy leisten, das hochzufahren. Großartig. Mein Hof wird jetzt erstmal hier angepasst. Das ist ja schön. Das gefällt mir ja richtig gut. Dann wollen wir auch ein Artefakt gleich nochmal in Auftrag geben. Das gefällt mir auch richtig gut. Was brauchen wir noch? Du brauchst auf jeden Fall eine Frau. Nimm die. Los. Ach, die will er nicht. So, ich habe die Sprache meiner Frau gelernt. Ich kann jetzt Ostslawisch. Kann ich Galizisch zur zur Hofhauptsprache machen? Weil da steht Vulgär-Iberisch. Gute Frage. Wahrscheinlich in 5 Jahren, I guess. Hä, warum springt das denn zu dem anderen Hof dann? Ich bin doch auf meinem Hof. Dann gehe ich hier unter Vulgär-Iberisch und dann springt er auf den Königshof von Königreich von Galizien. Aber ach, warum wird er das denn auch immer so komisch zusammengerechnet? Also ganz im Ernst, der muss sterben. Der Dude da unten. Das geht halt gar. Also der treibt mich in den Wahnsinn, der Dude. So, machen wir jetzt unseren Sohn gierig oder lüstern? Er ist halt bereits zynisch und sprunghaft. Gierig ist in der Familie bekannt, aber meiner ist halt nicht gierig. Deswegen... Die Gier liegt in den Genen. Ja, ja, das ist wahr. Ich glaube auch. So, wir suchen nach einem Arzt erstmal. Weil Galizien den höheren Hofwert hat. Galizien hat den höheren Hofwert? Wie muss ich das verstehen? Wie wird das definiert? Waren es die Kastilier? Haben die mich, meinen Vater, umgebracht? Geht's um die Hofprachtstufe oder wie? Ich habe keine Zeit für Brettspiele gerade. Ich muss mich hier um ganz andere Dinge kümmern. Um wichtigere Angelegenheiten. Zum Beispiel darauf, das alles einzunehmen. Das sieht gut aus. Oh. Das geben wir in Auftrag. Das ist ein Ring.
Dankeschön, André, für die 13 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. So. Okay, genau, ich wollte noch, dass meine Frau mich liebt. Hat bislang nicht so gut geklappt in deiner Dynastie. Ja, das stimmt. Mit Frauen war ich bis jetzt noch nie so krass, aber meiner jetzigen Frau singe ich eine Liebesballade. Okay. Also die mag ich wirklich. Das ist schön. Und dann kümmern wir uns, ja, ich bin nicht gläubig genug. Hingabemalus, ja, das ist mir eigentlich egal, oder? Dann bin ich nur noch gläubig, statt was auch immer ich jetzt bin. Das kann uns ja egal sein. Es gibt wenig, was mich weniger interessiert. Hier geht es darum, meine Ehre wiederherzustellen und mir Tui endlich wieder zurückzuholen. Die Hingabestufe kriege ich schon wieder gelöst. Darum kann ich mich dann später kümmern. Ich meine, die derzeitige Phase heißt schon Gelegenheit. Das stimmt, ja. Warum sollte man die Gelegenheit dann nicht ergreifen? Eben. Eben. Tui ist gerade auf Reisen. Was für ein Witz, ey. Leute sind manchmal sehr witzig im Twitch-Chat, ja, das... Ja, ich weiß nicht, ich bin so ein leicht reizbarer Typ, aber es passiert gar nichts, was mich zornig machen würde. Es ist alles sehr friedlich gerade. Wird gefragt, was spielt man in Crusader Kings? Du spielst einen Herrscher und dann dessen Erben. Du spielst aber nie ein bestimmtes Reich. Es kann durchaus passieren, dass dein Herrscher einen Großteil seines Reichs verliert. Oder dass... es geteilt wird, weil es unter verschiedenen Erben aufgeteilt wird. Und du spielst immer eine Person. Die Person regiert ein Reich und das Gameplay ist auch sehr auf das Reich auslegen mit Regieren mit ausgelegt. Aber du spielst nicht ein Land, wie in den meisten anderen solchen Strategiespielen. Exactly. So, der ist unersättlich, paranoid, ungeduldig und ein Trinkenbold. Dann lass uns über die Kunstetikette sprechen. Das kann er bestimmt gut. Diese Friedlichkeit würde mich zornig machen, schreibt jemand mit dem klangvollen Namen Agrozwerg. Ja, dass dich das zornig machen würde, kann ich mir vorstellen. Macht Langeweile nicht auch zornig? Wie schlimm seid ihr denn bitte? Ah, es ist schön, dass wir mit diesen Kriegen hier jetzt einfach mein ganzes Reich vollendet bekommen. Oh, ich habe gar nicht auf die Uhrzeit geguckt. Ich muss gleich los. Oh! Oh, ich muss gleich noch bei einem Umzug helfen gehen. Das hatte ich versprochen. Ja, dann können wir gerne. Ich speichere gerne. Jawohl. Ich meine, zwei glorreiche Reiche haben wir erschaffen. Ja, das war echt krass, ey. Holy shit. Das war heute echt richtig wild.